Große Weltpolitik in einem kleinen Alpenort. Im Bayerischen Grünen empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel in Begleitung ihres Ehemannes Joachim Sauer US-Präsident Barack Obama. Vor dem G7-Gipfel auf dem nahegelegenen Schloss Elmau bekommt der Staatsgast aus dem fernen Amerika ein Stück deutsches und oberbayerisches Kulturgut präsentiert. Eine Brotzeit mit Brezeln, Bier und Blasmusik. Auch in die Kunst des Weißwurstessens wird Obama eingeweiht. Der US-Präsident zeigt sich begeistert. Nicht zuletzt die Trachten haben es ihm angetan. I have to admit that I forgot to bring my Lederhosen. Er habe leider seine Lederhosen vergessen, sagt Obama. Aber vielleicht könne er ja noch welche kaufen. Vielen Dank. Kanzlerin Merkel schlägt trotz der gelösten Atmosphäre auch ernste Töne an. In ihrer Rede spielt sie auf die Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA und den deutschen BND an. Trotz mancher Meinungsverschiedenheiten, die wir heute haben, sind die Vereinigten Staaten von Amerika unser Freund, unser Partner und ein so wesentlicher Partner, dass wir eng kooperieren. Obama geht in seiner Rede nicht auf die Späheraffäre ein. Er lobt stattdessen die Zusammenarbeit mit Deutschland, etwa in der Russland-Krise. Zum Gipfeltreffen 7 führender Industrienationen herrschen in der Region strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Staats- und Regierungschefs beraten auf Schloss Elmau bis Montag über Themen wie Klimaschutz, Terrorbekämpfung, Welthandel und Entwicklungshilfe.